Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mir gedacht, heute zeige ich euch mal meine Werkstatt. Circa ein Jahr später. Das Video zu dem Originalen, also das allererste Video, das verlinke ich euch mal hier oben rechts im Bild. Und angekommen in meiner Werkstatt hier. Hier hat sich einiges getan. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, diejenigen, die meine Werkstatt noch nicht kennen, hier oben rechts im Bild, klickt mal drauf, guckt euch das Video an, dann habt ihr einen Vorher-Nachher-Effekt. Ich stelle mal die Kamera hier hin auf den Werktisch. Ich möchte euch mal sagen oder zeigen, was sich hier so verändert hat. Und zwar, hier standen meine Winterreifen mitsamt Angelzeug. Hier war, glaube ich, auch alles voller Kartons und so, weil ich ja erst hierher gezogen bin. Hier, glaube ich, noch eine Bandsäge, die habe ich jetzt mittlerweile nicht mehr, weil die war wirklich zu klein. Man konnte da nicht wirklich vernünftige Sachen mit auslegen. Zum Beispiel ist das ja auch noch ein geplantes Projekt von mir und das konnte ich damit nicht zusägen. Das ist sehr schwer und letztendlich, was ich mit dieser kleinen Bandsäge machen konnte, das kann ich auch mit einer Stichsäge machen. Deswegen habe ich mich von dieser getrennt. Dann habe ich, seht ihr gleich, hier stand ein Metallregal, das habe ich auch rausgeschmissen, weil für meine Projekte war es schon vonnöten, dass ich eine Tischkreissäge habe. Die habe ich auf Rollen und die kann ich immer hin und her holen. Ist natürlich trotzdem sehr, sehr schwer, in diesem kleinen Kellerraum was zu fertigen. So. Auf jeden Fall ist diese Ecke komplett jetzt aufgeräumt, wie ihr sehen könnt. Das Tolle an diesem Kellerraum, das hat ein Fenster, das heißt, ich kann auch mal hier lüften oder sowas, ist schon klasse. Dann haben wir hier das Regal, das ist geblieben. Und ja, in diesem Regal sind dann einfach die ganzen Dosen und Farben, die man so benötigt. Ein paar Handmaschinen, hier eine Handkreissäge, also ich benötige die vielleicht einmal im Jahr, aber ich finde das jetzt zu schade, dass ich die jetzt verkaufe oder wieder weggebe. Was ich habe, das habe ich. Hier meine Handoberfräse von Bosch und mein Bandschleifer, mit dem ich auch sehr, sehr zufrieden bin. Also der hat schon viel oder einiges weggeschrubbt. Ja, unten sehen wir hier nochmal meinen Kompressor, ein paar alte Kartons. Da muss ich auch nochmal rangehen und die aussortieren. In dieser Ecke haben wir hier so ein paar Röhrchen und Stangen und so Leisten, die auch zu schade sind zum wegzuschmeißen. Dann haben wir hier schon die Tür. So, und hier ist immer so ein Müllsack, wo ich hier so Müll reinschmeiße. Das hier oben hatte ich eigentlich zugehabt, aber zwecks Brandschutz und etc. pp. Musste ich das leider wieder entfernen. Hier oben sind so ein paar Kabelreste, die ich ab und zu mal benötige, wenn ich jetzt ein, zwei Lampen baue. So, dieses Regal kam neu. Da habe ich einfach meine ganzen Schleifutensilien mal reingepackt. Und das hat sich eigentlich sehr gut bewährt. Hier habe ich mein Multischleifer, mein Exzenterschleifer und mein Breitbandschleifer. Das sind so die drei gängigsten Schleifgeräte, die ich habe. Und die reichen eigentlich auch vollkommen aus. Hier ist meine Standbohrmaschine. Meine Werkzeugwand kennt ihr ja bereits. Dann habe ich mir einen neuen Schraubstock zugelegt. Der alte, der war einfach zu mächtig und zu massiv. Der hat viel Platz weggenommen. Und der kleine hier ist ideal. Ist halt neu und nicht mehr so groß und nicht mehr so wuchtig. Ne? Genau. So, dann hier unten, ja, hat sich, glaube ich, auch einiges getan. Ich glaube, es war auch alles voller Müll. Das Einzige, was geblieben ist, ist mein Angelkoffer. Den habe ich noch. Ja, jetzt seht ihr hier schon an der Hand, das sind hier Holzklemmzwingen. Die habe ich im Sperrmüll gefunden. Also es lohnt sich schon, ab und zu mal das ein oder andere Auge offen zu halten. So eine Schraubzwinge kostet, glaube ich, um die 12 bis 15 Euro. Also mal gucken, ich werde mir davon noch mal ein paar bestellen.
Unten habe ich auch noch ein paar Schraubzwingen. Hier auch noch mal. Und ich bin am Überlegen, ob ich mir jetzt hier, ja, da oben ist ein Strahler, ich brauche ein bisschen Licht hier zum Arbeiten, mal gucken. Ich bin am Überlegen, ob ich mir hier, die Leiter schmeiße ich raus. Dort, das zeige ich euch gleich mal. So, und jetzt hier ist mein Pkw-Stellplatz. Und wie ihr sehen könnt, habe ich mir hier einen Stahlschrank hingestellt. Hier sind meine Reifen. Ja, und hier drinnen habe ich nur meine Angelsachen und so ein Zeug reingestellt. Ne? Das nimmt mich immer unnötig. Wo ich meine Reifen gelagert habe, da kann ich auch diese Leiter entstellen. Und ich mir überlegen, ob ich mir hier ein Regal hinbaue, wo ich meinen ganzen Schraubzwing dran befestige. Das würde sich da ganz gut machen, weil ich muss hier echt jeden Quadratzentimeter hier ausnutzen. Und diese Zwingen, das ist immer... ja, wenn ich jetzt die Tischpresse hier hingeschoben habe, komme ich an diese Zwingen nicht. Das ist immer sehr mühsam und echt nervig, wenn ich jetzt eine Zwinge brauche. Und da habe ich mir überlegt, dann baue ich hier mal so ein Regal, das kommt an die Wand. Und das Regal, was dann an der Wand kommt, da kann ich meine Schraubzwingen hier einsortieren. Ich will mir noch mal ein paar lange holen, weil sowas braucht man auch sehr oft. Und irgendwann wird bestimmt der Zeitpunkt kommen, dass ich hier mal vielleicht irgendwann ausziehen sollte. Ich bin zwar jetzt eingezogen, aber man weiß ja nicht, was so passieren wird, oder beziehungsweise ich werde ja nicht mein Leben lang hier drinnen wohnen bleiben, oder möchte ich auch nicht. Und deswegen habe ich die Sachen so gebaut, dass ich das auch wieder leicht deinstallieren kann. Zum Beispiel diese Werkzeugwand hier auf der linken Seite, diesen Tisch hier und auch dann später diese Schraubzwingregal. Das wird einfach nur mit zwei Schrauben oder drei, je nachdem, wie schwer das Ganze ist. Dann kann ich das abschrauben, Löcher zu spachteln und dann kann ich sagen, tschüss. So ist die ganze kleine Werkstatt, wenn man es so sagen kann, bei mir eingerichtet, dass ich halt die ganzen Sachen ganz schnell von der Wand nehmen kann und alles sehr schnell verstaut ist. Also alles sehr schnell kompakt verstaut ist. So, zum Beispiel muss nicht immer alles teuer sein. Das ist jetzt hier das war meine allererste Werkbank, die ich mir gebaut habe. Da habe ich mir von der Arbeit, hatten wir so große Holzgestelle immer gehabt, wo Material angeliefert worden ist. Und dann habe ich mir einfach diese Kanthölzer hier rausgeschnitten. Die zwei Siebdruckplatten habe ich auch im Müll gefunden, die habe ich mir dann zurechtgeschnitten. Und dann habe ich mir einfach aus den einfachsten Mitteln, habe ich mir dann eine kleine Bohrschleifstation gebaut. Und die werde ich auch immer und immer wieder mitnehmen, wenn ich jetzt umziehen sollte. Das ganze Ding war quasi umsonst und ja, man muss nicht immer das Teuerste und Beste haben. Ne? Genau. Dann habe ich jetzt hier so ein paar Plattenmaterialien gesammelt. Ne? Hier ist ein bisschen Holz, das ich mir jetzt schon fertig geholt, bestellt habe. Das habe ich zum Beispiel mit dieser Wandlampe, die verlinke ich euch mal hier oben rechts im Bild auch nochmal. Das habe ich damit auch gemacht. Das heißt, ich habe mir das Holz bestellt, habe mir das einfach zurechtgekappt. Man könnte sich auch dann zum Beispiel, wenn man jetzt keine Maschine hat, kann man sich das dann in der Tischlerei einfach zuschneiden lassen. Kostet, glaube ich, auch nicht viel. Oder vielleicht macht der Geselle das ja mal abends. Und dann habe ich mir diese Lampe gebaut. Also man braucht nicht immer die besten und teuersten Maschinen dafür. Und jetzt auch, ich habe ja jetzt keine dicken Hobel oder Kappsäge. Und dann ist es für mich am einfachsten, wenn ich mir das Holz schon fertig bestelle. Hier ist eine Bohle, mit der habe ich auch noch was vor. Das wird auch noch ein Projekt. Was ich euch noch mal zeigen wollte, ist meine Tischkreissäge. Und zwar, wie gesagt, ich habe ja wenig Platz hier, aber es ist auch immer sehr, sehr schwer, mit diesem Teil hier zu arbeiten, also irgendwas zuzuschneiden. Ich sag mal, so kleine Sachen kann man hier zuschneiden. Größere, ihr seht, die Werkstatt hat ungefähr 2,5 Meter mal 2,5 Meter. Es ist kein großer Raum, aber dieses Video soll auch dazu dienen, um andere, ja, ein bisschen mehr Motivation zu geben. Man kann echt eine Menge rausholen aus so einem kleinen Ding. Und man kann auch, man sieht es ja in meinen Videos, man kann, auch wenn man so eine kleine Räumlichkeiten hat, man kann auch daraus was machen. Ne?
Ja, den Tisch, da hatte ich mal ein, zwei Videos zugemacht. Da hatte ich ja vorgehabt, eine Fräse einzubauen, eine Absauganlage und so weiter und so fort. Letztendlich dient es als Holzlager. Ich bin jetzt wirklich noch nicht dazu gekommen, mir irgendwie da was zu machen. Und ich habe jetzt mit dem Gedanken gespielt, da ich ja wenig Platz habe, dass ich hier einfach zwei Schubkästen einbaue, die ungefähr so tief sind, ne, dass der hinterste Raum noch geeignet werden kann als Absauger. Also hier hinten steht ein Sauger von Einhell. Der ist sehr klein und handlich. Und ich habe mich noch nicht von diesen getrennt, weil ich habe einfach keinen Platz hier für eine Absauger oder sonst was. Und natürlich ist es klar, bei so einem kleinen Sauger, dass ich den öfter mal wechseln muss, weil er ziemlich schnell voll ist. Aber es ist besser, als ohne Absauger zu sägen, weil sonst wäre der ganze Raum hier komplett zugestaubt und zugedreckt. Ja, diesen Schiebeschlitten habe ich ja letztens gebaut. Den verlinke ich euch hier unten auch nochmal rechts im Bild. Und damit der auch nicht Platz wegnimmt, habe ich den einfach hier zu einhaken. So, ist halt dran. So, das ist der Tisch. Ja, wenn ich mal sägen will, seht schon, das ist sehr unhandlich. Zum Glück kann ich das ganze Ding rollen. Und dann säge ich dann hier irgendwelche Sachen zu. So. Alles ziemlich eng, ne? Ja, das sollte jetzt mal so ein kleines Update sein. Ich habe jetzt vor, in den nächsten Wochen oder dieses Jahr, sagen wir mal, hier noch ein paar Regale oder Werkzeugwände anzubringen, damit ich halt noch mehr Zeug, was hier rumliegt, einfach an die Wand beschaffen kann. Weil hier zum Beispiel, das ist ja alles verschenkter Raum. Ne? Ich habe jetzt überlegt gehabt, hier wo die Kreissäge in der Ecke steht, dass ich da vielleicht mein Schraubenregal bzw. mein Schraubzwingenregal anbringe. Aber ich denke, wenn ich jetzt hier säge, dann ist das einfach zu gefährlich, dass wenn ich mich nach hinten irgendwie mit dem Arm gegenschlage, dass mir der Schraubzwinge auf den Kopf knallt und letztendlich ich auf die Säge lande oder was weiß ich. Das ist mir zu gefährlich. Also ich denke mal, der Platz da, wo die Lampe gerade ist, wo ich euch das gezeigt habe, der ist am besten dafür geeignet. Ja, was gibt es noch Neues? Dieses Regal, wie gesagt, es ist drinnen geblieben. Ich habe überlegt, ob ich mir vielleicht hier so ein Regal an die Wand setze, aber letztendlich ist das auch nicht viel Platzersparnis. Mhm. Ja, des Weiteren habe ich mir noch überlegt für meine Werkstatt. Und zwar habe ich ja diesen schönen Akkuschrauber von Bosch. Klasse Gerät. Aber ich werde mir, glaube ich, noch mal einen zulegen, einen kleineren. Dieser wird dann der Akkuschrauber sein, womit ich dann irgendwelche Sachen bohre. Und der andere wird dann sein, womit ich dann die Sachen dann festschraube. Weil es ist immer ätzend, wenn ich jetzt irgendwie draußen bin und muss dann immer umspannen. Das nimmt immer sehr viel Zeit in Anspruch. Und am besten sind zwei Akkumaschinen oder zwei Akkuschrauber. Das wird noch eine Investition sein. Des Weiteren werde ich mir hier noch einen zweiten Hobel besorgen. Einen Putzhobel. Die benutze ich halt sehr, sehr selten. Im Video habe ich das Ganze noch gar nicht benutzt, so ein Hobel. Aber mal gucken, weil ich habe einfach nicht die Möglichkeiten dazu. Ich bräuchte eine richtige Hobelbank, wo ich auch wirklich Sachen einspannen kann, wo ich das dann vernünftig hobeln kann. Und deswegen kam jetzt noch kein Video über solche Dinge, wie man das Werkzeug zum Beispiel einstellt, was ihr euch als Anfänger kaufen solltet und so weiter und so fort. Aber ich kann euch sagen, bleibt einfach dran. Und es wird alles mit der Zeit kommen. Ja, das war es auch soweit. Meine Werkstatttour, wie ihr sehen konntet, hat sich so einiges hier getan. Also es soll ein kleiner Ansporn für euch sein. Es ist schon was möglich, auf so 2,5 x 2,5 Meter zu machen. Aber man sollte auch bedenken, dass das Ganze nicht ganz ungefährlich ist. Wenn ihr zum Beispiel jetzt hier an einer Tischkreissäge arbeitet und irgendwie stolpert, natürlich habe ich jetzt vorweg hier aufgeräumt. Davor sah es schon ein bisschen anders aus und es ist, wie gesagt, nicht ganz ungefährlich, wenn man mit so einer Maschine hier arbeitet, dass man sich irgendwie verletzt oder Verletzungen hinzufügt. Ansonsten, so.
Dieses Fahrrad kennt bestimmt der ein oder andere. Ein bisschen Schleichwerbung für meine Kollegen. Diesen Korb habe ich ja selber gebaut. Das Video verlinke ich euch mal hier oben rechts im Bild. Und ja, das ist jetzt hier bei mir der Fahrradkeller. Aber wenn wir uns mal die Räumlichkeiten ansehen, so ein Raum in der Größe wäre ideal für mich als Werkstatt. Also das wäre für mich schon ein Traum. Stelle ich mal ganz in eine Ecke hin. Ne? Kann man da hinten schön eine Werkbank hinstellen. Eine schöne Kappsäge, ein Kreis für die Formatkreissäge, ist ein paar Regale an der Wand. Das wäre natürlich Luxus. Ne? Und sowas ist mein Ziel. Mal gucken, ob ich das irgendwann mal schaffen werde. Wie gesagt, ich suche hier noch Räumlichkeiten. Vielleicht hat der eine oder andere einen Tipp, aber ich gucke schon ganz oft in der Zeit und frage meine Nachbarn und was weiß ich, was ich alles versuche. Naja, mal gucken. Ja, der Fahrradkorb, damit fahre ich wirklich rum. Und es macht auch richtig Spaß. Ne? Der hält heute noch. Klasse Teil, tolles Projekt gewesen. Würde mich mal interessieren, wie eure Werkstätten so aussehen. Ihr könnt mir ja gerne ein paar Fotos zukommen lassen per Facebook oder Instagram oder per E-Mail. Und das wäre mal interessant. Ansonsten, das erste Video, was ich ja gemacht hatte zu meiner Werkstatt, da haben mich so ein, zwei Abonnenten gefragt, könntest du nicht mal eine Werkstatttour machen? Habe ich dann gemacht. Das kam meines Erachtens auch sehr gut an, aber mir ist jetzt aufgefallen, ich habe mir das mal angeguckt gehabt, ich hatte 30 Daumen runter und ich weiß nicht wie viel hoch, und bei den Kommentaren, da waren alles so positive Kommentare. Jetzt frage ich mich, 30 Daumen runter, die Leute, die den Daumen runter drücken, ihr könnt doch mal gerne was in die Kommentare schreiben, was euch daran so gestört hat. Weil das wäre auch wieder ein Verbesserungsvorschlag für mich, was ich hier machen könnte. Oder, ja. Ne? Also mich hat das ein bisschen verwundert gehabt. Dann, natürlich bin ich auf der Suche nach einer größeren Werkstatt zur Miete. Aber es ist halt sehr, sehr schwer. Ich wohne ja, wie ihr wisst, wohne ich in Hannover oder am Rand von Hannover. Und es ist halt sehr schwer, hier irgendwie alleine eine Garage ohne Stromanschluss bringt mir nichts, aber hier eine Garage zu finden mit Stromanschluss oder irgendwie Räumlichkeiten. Also ich habe bis jetzt eine Sache gefunden, das war so ein Lager, und da hatte der Eigentümer hatte so ein riesengroßes Lager gehabt und hatte ganz viele Räume vermietet gehabt. Und da hätte ich mich einmieten können, das hätte auch von den Räumlichkeiten gepasst. Das war ungefähr so 6x so groß wie dieser kleine Kellerraum. Das hätte für mich vollkommen gereicht. Aber ich musste, um dahin zu kommen, circa 30 Minuten fahren. Und wenn ich jetzt am Wochenende so ein Projekt mache und ich habe da mal was vergessen, das ist ziemlich ärgerlich. Und dann habe ich mir gesagt, dann geht auch die Lust daran verloren, etwas zu machen oder etwas zu bauen. Und das sollte schon ein Umkreis sein von 10 Minuten, Viertelstunde vielleicht. Und naja, ich bin noch auf der Suche. Und ihr könnt gespannt sein. Vielleicht ergibt sich ja das eine oder andere, und bleibt einfach am Ball hier bei mir auf meinem Kanal. Und sobald sich irgendwas tut oder was weiß ich, dann werde ich es euch mitteilen. Und ich kann euch sagen, wenn ich dann irgendwann was gefunden habe, einen passenden Raum, dann werde ich natürlich auch eine richtige, vernünftige Werkbank bauen, eine richtige Kappsägestation. Und so weiter und so fort. Da werden natürlich auch viel, viel mehr Projekte kommen, wie ich meine Werkstatt richte und so weiter und so weiter. Also das folgt bestimmt irgendwann mal eines Tages. Also bleibt am Ball. Ansonsten, ja, würde ich sagen, schickt mir eure Fotos zu. Ich bin mal gespannt. Und ich sage, bis zum nächsten Mal.